What's up, moin Leute, Vanuri am Start und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sind heute unterwegs mit Schnappi Mike im E75 auf der schönen Karte Stalingrad. Und er formt hier einfach mal ein Platoon mit anscheinend ein paar anderen 9er Heavy Tanks hier, die hoffentlich dann auch entsprechend ein bisschen was zusammenarbeiten, gegenseitig aufpassen, dass man halt sich ein bisschen was unterstützt. Und mit dem Emil 2 dabei, der als Autoloader gut funktioniert, und mit dem T10 dabei, der auch recht gut ist von der Panzerung her und auch relativ flink, kann man vielleicht auch das eine oder andere aufsetzen, den Gegner zum Beispiel mit dem E75 blocken und dann eben entsprechend den Emil und den T10 dann flankieren lassen. Wenn man das ganz richtig anstellt, könnte das relativ unterhaltsam werden. Nicht vergessen, wenn ihr ein richtig geiles Replay hattet, dann schickt es mir einfach zu. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unten in die Videobeschreibung gehen, auf den Link zu www.replays.com klicken, dort eure Replay hochladen und es mir an die ebenfalls in der Videobeschreibung stehende E-Mail-Adresse schicken. Das Ganze dauert maximal 2 Minuten. Vielen, vielen Dank für alle, an alle, die regelmäßig was einschicken. Wie zum Beispiel Schnappi. Vorsichtig geht es hier weiter nach vorne. Der Gegner hat auch eine ganze Menge an schweren Panzern, die sich einem entgegensetzen können. Und auch so ein Revoluris wie da vorne, die Ravioli, die kann durchaus wehtun, wenn sie denn durchkommt. Muss man hier natürlich entsprechend ein bisschen aufpassen. Hier sind sehr, sehr viele Mauern einfach nur zerstörbar und man kann da entsprechend noch durchschießen. Habe ich auch schon öfters mal gemacht. Langsam aber sicher muss er aber vorfahren. Den T10 da vorne kann er nicht unbedingt ganz alleine lassen und auch den Emil nicht. Die beiden haben sich zumindest schon mal zusammengefunden. Er versucht hier auf längere Distanz eventuell noch auf irgendwen draufzukommen da. Aber ich persönlich sehe da keinen größeren Sinn mehr drin. Vielleicht kriegt er da auf den 101P noch entsprechend Schuss drauf. Sieht aber nicht so aus, als hätte er da unbedingt Schaden gemacht. Dort allerdings einen guten Schuss reinzusetzen, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen. Allerdings sieht es nicht danach aus, als wäre er durch das Zerstörbare durchgekommen. Er könnte ja auch einfach schießen durch die Mauer entsprechend durch, aber weder der Revoluris noch Schnappi scheinen da sonderlich begeistert drüber zu sein oder wollen das unbedingt machen. Kann man durchaus verstehen, dass man das nicht wirklich machen möchte. Andererseits, ich würde es einfach zerstören. Und hat sich die Sache dann eigentlich erledigt. Hier ein guter Schuss, vielleicht auf den Capola oben drauf. Nein, Schuss kommt tief. Schade eigentlich, dass er da nicht irgendwie noch einen Schuss draufkriegt. Muss jetzt allerdings gucken, dass er hier vielleicht nochmal ein bisschen was weiterkommt. Etwas näher an den Gegner ran vielleicht. Die Panzerung etwas effektiver einsetzen. Und da vorne dem Revoluris nochmal eine mitgeben. Das wäre vielleicht ganz nice. Er hängt hier ein bisschen in dem Gebäude drin. Kontraproduktiv. Aber naja, je nachdem. Man muss halt schon sehr aufpassen, das zu machen. Oh, da kommt der durch, der Revoluris. Trotz Anwinkelung, das, also wenn ich erraten dürfte, würde ich sagen, war das eine Premium-Kugel, die er da entsprechend geschossen hat. Aber naja, die Genauigkeit vom E75 erlaubte da dann doch den Lückenschuss und den dann entsprechend rauszunehmen. Der war schon sehr, sehr nervig da auf der Seite und eventuell wäre es ganz gut jetzt gleich, wenn das Reparaturpack entsprechend wieder da ist, dann den Motor wieder reinzunehmen. Mobilität ist in diesem Spiel nun mal ein großer Faktor, weswegen Medium-Panzer entsprechend auch meistens einen gewissen Vorteil haben gegenüber Heavy-Tanks, zumindest wenn die Mediums es schaffen, die Schlacht zu diktieren. Kann man durchaus so sagen. Aber der Gegner hier hat auch alle möglichen Probleme, versuchen da hinten einen Durchbruch auf der anderen Flanke entsprechend. Der Schuss der war da schlecht angesetzt. Den hätte ich nicht genommen, persönlich. Zumindest nicht aus dem Winkel auf die IS-3 da drauf. Das kann man eigentlich auch mit dem E75 komplett vergessen, dadurch irgendwas durchzukommen. Vielleicht hat Schnappi auch einfach nur einen schlechten Tag. Ja, der Durchbruch der Gegner auf der anderen Flanke hat auf jeden Fall gut funktioniert. Jetzt gilt es hier, diesen nervigen, schweren Panzer hier entsprechend rauszunehmen. Sollte eigentlich kein großes Problem sein, das entsprechend hier zu machen. Da kommt der erste Schuss, da kommt der zweite Schuss und raus ist er.
Super gemacht. Jetzt muss er natürlich gucken, dass er entsprechend angewinkelt ist und den ersten Schuss durch den T10, durch den einen von den zwei gegnerischen T10, kommt flockig durch. Auch wenn du dich so anwinkelst, sollte es eigentlich kein Problem sein, für Schnappi hier entsprechend durchzukommen. Sieht nur so aus, als hätte er da die Kette nur erwischt. Jetzt muss er natürlich ein bisschen aufpassen hier. Lädt auch entsprechend die Premium-Munition. Richtige Entscheidung hier durch, um durch die durchzukommen. Den einen T10 kann man zum Beispiel schon mit einer HE locker flockig wegfarmen. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, da jetzt eine HE draufzusetzen entsprechend. Dann minimiert man auch entsprechend das Risiko, dass der gegnerische T10 noch überlebt oder überhaupt irgendwas machen kann. Das sollte allerdings auch kein Problem sein, da durch die Turmseite durchzukommen. Ist nicht unbedingt so stark, wie man das vielleicht vermuten möchte. Ist zwar angewinkelt und rund, aber trotzdem nicht unbedingt die beste. Warum er da jetzt geschossen hat, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht hat er sich eine Challenge gesetzt und fährt das Ding nur einhändig. Wäre zumindest eine lustige Sache. Könnte man mal ausprobieren. Aber jetzt heißt es erstmal zurück, zack, zack und die restlichen Gegner rausnehmen. Wir sehen es hier, es sind Medium-Panzer hauptsächlich. War in meinen Augen eigentlich schon zu erwarten, dass es die Medium-Panzer sind, die hier am Ende noch überleben. Sind immerhin eine der stärksten Kräfte in diesem Spiel derzeit. Schwere Panzer sind durchaus gut, um hier irgendwas zu locken, um etwas, um eine Straße zu blockieren zum Beispiel oder so. Aber Medium-Panzer mit der relativ guten Feuerrate und der großen Mobilität sind da dann doch etwas, ja, besser im Schaden austeilen. Auch wenn die Lebenspunkte nicht immer so gut sind, sollte es eigentlich trotzdem kein Problem sein, für einen Medium-Panzer eigentlich ein Spiel noch irgendwie zu drehen. Deswegen wundert es mich so ein ganz kleines bisschen, dass die gegnerischen Mediums hier das Ganze etwas einfach machen für das Team von Schnappi und auch für Schnappi selbst. Gab hier, denke ich mal, doch schon die eine oder andere Möglichkeit für den Gegner entsprechend hier böse auszuteilen. Ich will jetzt am liebsten gucken, dass er hier quer kommt auf den gegnerischen T110E1, T54E1, sorry. Muss jetzt hier allerdings gucken, dass er nicht rausgenommen wird, instant. Sieht aber auch danach aus, als, ja, das war es so ziemlich für den E1 da. Und da war es nur noch der Skoda, der genau jetzt um die Ecke kommt, seinen Schuss versemmelt. Und ja, es damit quasi geschafft hat, sich selbst umzubringen. Und da ist der Cap durch. Schöne Runde. Ich persönlich habe mich ein bisschen gewundert. Schnappi hat, also ist nicht so gefahren, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Ein paar Fehler hier und da in Haus reinfahren. Er hat ein bisschen gebraucht, um ordentlich zu zielen. Also ich habe mich schon gewundert. Vielleicht hat er auch ein Bierchen drin. Ich weiß es nicht. Aber er hat es auf jeden Fall geschafft, guten Schaden hier zu machen, 6 Kills sich zu holen, und wir schauen uns passend dazu entsprechend die Endstats an. Am Ende gab es das Panzer zusammen mit dem Spartaner, der Stahlwand und natürlich den Krieger, den er erhalten hat, für die 6 Kills, die sich geholt hat, bei 4254 Schaden, 1319 Erfahrungspunkten, die er sich hier erspielt hat. Man sieht es im Gegnerteam, jemand im AMX 50-120, der ähnlich viel Schaden gemacht hat. Ja, 2000 miese gemacht, die Premium-Munition, die er gefeuert hat, ja, hat das entsprechend ziemlich runtergehauen, muss man einfach mal so sagen, aber das Daily Double gab dann ganze 3958 Erfahrungspunkte insgesamt für dieses schöne Spielchen hier. Es war leicht seltsam zu sehen, wie er gefahren ist und wie er gezielt hat. Ich persönlich würde sagen, er war irgendwie abgelenkt oder sowas, nicht ganz auf der Höhe. Es war wirklich seltsam. Muss ich einfach mal so sagen. Nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zuschauen. Gefallen, Daumen. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich noch viel Spaß beim selber zocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.